Ist das denn, wenn man rauscht in diese niederen Daseinsbereiche, gibt es ja auch Daseinsebenen, wo man auch immer man keine Verdienste ansammeln kann? Und wo ist denn da die Chance, da jemals wieder rauszukommen? Ja, die Chance, da jemals wieder rauszukommen, hängt davon ab, wie groß das Strafmaß war. Wir kommen immer wieder raus. Es gibt nichts, was ewig ist. Also, wenn man sich überlegt, die größte Strafe ist, seinen Vater oder seine Mutter umzubringen. Vater und Mutter sind die Arahants von uns. Sind unsere Eltern, sind unsere Arahants. Ein Arahant umzubringen, von einem Buddha, einen Buddha so zu verletzen, dass es ihm Blut kostet, oder den Sangha zu spalten, also die Gemeinschaft zu spalten, das sind die größten Strafen. Die sind ungefähr 150.000 Jahre. Andere Strafen sind kleiner. Wir kennen noch die eine Geschichte aus, ich glaube, es steht in der mittleren Sammlung von der Queen des König Bimbasaras. Was sie gemacht hat, die war im Grunde genommen eine ganz gute Frau. War Königin und war eine Schülerin vom erhabenen Buddha. Und nur einmal hat sie irgendwas gemacht. Und zwar einmal war sie in ihrem Badezimmer und da kam der Schoßhund an und hat sie an der Vagina geleckt und sie hat ihn nicht weggestoßen. Sondern sie hat das so lange mit sich machen lassen, bis sie einen Orgasmus hat. In dieser Zeit kam ihr Mann zurück und wollte ins Bad. Das Bad war abgeschlossen und dann hat er gefragt, was sie denn da mache. Und dann hat sie ihn angelogen und hat gesagt, sie wäscht sich. Und als er herauskam, hat er nochmal gefragt, hat sie ein zweites Mal angelogen. Und diese kleine Zeit und dieses einzige Mal hat dazu ausgereicht, als sie nämlich gestorben ist, weil ansonsten war sie eine sehr hervorragende und eine gute und großzügige Frau, hat der König Bimbisara jeden Tag den erhabenen Buddha gefragt, wo denn jetzt seine Frau wäre. Und der erhabene Buddha hat den ersten Tag geschwiegen, den zweiten Tag geschwiegen, den dritten Tag geschwiegen, den siebten Tag geschwiegen und am achten Tag hat er gesagt, sie ist im Himmel. Die war für 7 Tage lang nur für diese eine Kleinigkeit, war sie unten in der Hölle. Und das wollte er ihm einfach nicht sagen, weil er ihn nicht entsetzen wollte, weil er ihn nicht schockieren wollte. Und deswegen hat der erhabene Buddha geschrieben. So. Jede Kleinigkeit, die wir gegen die Tugendregeln machen, hat eine gewisse Strafe. Ob man die Strafe gleich im nächsten Leben absetzen oder ob man die anhäufen und dann in einem Go absetzen, das kommt drauf an. Wir dürfen nicht erwarten, wir dürfen wirklich nicht glauben, dass irgendwer jemand diese Vergehen vergessen. Denn wir sind diejenigen, die uns richten. Wir sind unsere eigenen Richter. Wir vergessen nichts. Das heißt, unser Chitta vergisst überhaupt nichts. Am Ende von einem Dasein zum anderen bestimmt das Chitta, wo wir hingehen. Und ist das Chitta nicht trainiert, dann wird es einfach dahin gehen, wo es das ganze Leben hingegangen ist. Und das ist runter. Trainieren wir das irgendwann und schauen, dass wir gerade oder versuchen uns zu erinnern, dass in den letzten Jahren nur Gutes zu tun und erinnern wir uns an das Gute, dann kann es sein, dass es wieder hochgeht. Aber irgendwann muss es mal runter. Und wie das mein Lehrmeister beschrieben hat, direkt vom Himmel ist in die Hölle gestürzt und von der Hölle ist wieder in den Himmel gekommen. Irgendwann bis er mal wieder auf der menschlichen Daseinsebene gewesen ist. Und da hat er wieder für die nächsten 200.000 Jahre Gutes und Schlechtes Karma gemacht. So einfach ist das. So, was wolltest du fragen? Ja, die Hundtiere sind ja penetrant, wie sie scharf sind. Ich habe so einen Lumpi gehabt, ich habe mich nicht auf Wiesenlinien kennengelernt. Der hat sofort, das war der Ehe, ne? Da wissen wir, was er gemacht hat. Und dann, Power, fleißig. Ja, dann, wenn man das sagt, wenn man schleicht und nicht wieder zurücklässt, dann ist da keine von uns keine Sünde.
Aber wenn man das mit sich gefallen lässt, muss man halt draufsperren, ne? Wenn jemand ankommt, sei es ein Mensch oder sei ein Tier und will uns da und wir wehren uns nicht dagegen, dann lassen wir das ja mit uns gefallen. Aber wir müssen dann die Verantwortung davon tragen. Und wenn wir ganz klar sagen, nein, da ist die Grenze, dann haben wir auch keine Verantwortung. Sondern derjenige, der uns dann entweder sei es vergewaltigt oder derjenige, der uns nimmt und wir wehren uns, der hat die Konsequenzen zu tragen. Wir nicht. Aber wenn wir uns nicht wehren, wenn wir ihm nicht die Grenzen zeigen, dann müssen wir auch dafür die Konsequenzen tragen. So. Wir dürfen das wirklich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das haben zwei haben uns wirklich gewarnt. Ne? Der Abende Buddha hat uns gewarnt, dass die Masse, ne? Dass die Masse hinuntergeht. Er hat ja auch noch was anderes gesagt, dass 70% unbelehrbar sind. 70% der Menschheit sind unbelehrbar, die kennen keinen anderen Weg. 25%, die haben die Möglichkeit, entweder hochzugehen oder runterzugehen. Und das sind diejenigen, die sich für die Religion interessieren oder für die aktive Religion, sei es im Christentum oder sei es Buddhismus. Das sind diejenigen, die hochgehen können, die aber auch, wenn sie zu faul werden, runtergehen können. Und das sind genau wir, die wir hier in diesem Raum sitzen. Die 70%, die sich überhaupt nicht für Religion interessieren oder auch überhaupt nicht, das sind sowieso die Wesen, die runtergehen. Um die brauchen wir uns gar nicht zu kümmern. Und da wurde gesagt, das ist verlorene Zeit. Die haben so viel Sand in den Augen, die können das gar nicht sehen. So, es liegt also an uns, ob wir hochgehen oder runtergehen. Und deswegen wollte ich euch das nur nochmal ganz irgendwo ziemlich klar sagen. Ja? Es liegt an uns, an niemand anders. Das ist nicht unser Glück oder das ist nicht unser Pech, sondern das ist unser eigenes Vermögen. Und dann müssen wir halt mal irgendwann mal unseren eigenen inneren Schweinehund besiegen. Und wenn wir das nicht können, dann müssen wir aber die Konsequenzen dafür tragen. Ne? Ja, aber auf der anderen Seite weiß er von, wenn er das gesagt hat, hat er es für die ganze Masse gesagt. Und die Masse, 70% von dieser Masse gehen ja sowieso schon runter. Also. Und die 25%, also die 30%, die übrig sind, 25% haben die Möglichkeit und 5% gehen automatisch hoch. Die haben nichts anderes, die haben das schon so lange gemacht, die sind schon auf dem aufsteigenden Ast. Das sind auch die Leute, die dann irgendwo das Bedürfnis haben, zu ordinieren und Mönch zu werden und den Weg zum Ende zu gehen. Und die restlichen 25 müssen halt damit kämpfen. Ja. Kannst du bitte nochmal was sagen zu dem, wie du gesagt hast, die Eltern sind unser Arahant? Arahant. Das sind diejenigen, die am meisten Respekt verdienen. Das sind diejenigen, die am meisten Achtung verdienen. Denn die haben sich 20 Jahre oder 18 Jahre bemüht, uns großzuziehen, uns für diese Welt, also uns praktisch dazu zu bringen, dass wir in dieser Welt alleine selbstständig existieren können. Und das ist ein Verdienst, sagt der erhabene Buddha, den kann man, und selbst wenn man das restliche seines Lebens daran arbeitet, kann man einfach nicht wieder zurückzahlen. Das ist etwas, was man nicht zurückzahlen kann. Man kann es dann gut machen, indem man eigene Kinder hat. Aber man kann es nicht zurückzahlen. Und das insofern sind die Eltern die Arahants von allen Kindern. Das heißt, wenn man seine Mutter und seinen Vater umbringt, dann stürzt man in die tiefste Hölle und für die längste Zeit. Gleichwertig mit einem Arahant. Wenn man einen Arahant, also einen Heiligen, umbringt. Wenn jetzt diese Eltern, wenn die jetzt gar nicht religiös interessiert sind, also macht er nicht. Spielt überhaupt keine Rolle. Ja, der Verdienst ist immer da. Ne? Mhm.
Verdienst ist das, was wir machen. Ob unsere Eltern das jetzt nun ganz toll gemacht haben oder ganz schlecht gemacht haben, sie haben sich auf jeden Fall bemüht. Und das ist das, was zählt. Ja. Was ich dazu sagen will, wenn ich jetzt da in meiner Liste, in der Bildzeitung oder auch in anderen Zeitungen, dass es Eltern gibt, beziehungsweise Väter, die die Angewohnheit haben, zu ihrer Tochter, die zum Beispiel gerade 7, 8 oder 9 Jahre ist, ins Kinderzimmer zu kommen und Sachen zu machen mit ihrem Töchterchen, was das ist klar, trotzdem ist es. Was nicht, nicht nett ist, sagen wir mal so. Das ist ja mild ausgedrückt. Ja, das ist mild ausgedrückt. Ich drücke mich so mild aus, weil es ist halt nicht gut, ne? Ja. Und gilt es dann da auch, oder? Das gilt in jedem Fall. Weil, für das Kind. Wenn ich die Tochter bin von so einem und der zeigt mir da was, was ich nicht unbedingt sehen will, dass ich dann den Nachricht starte oder was? Nein, normalerweise in dem Fall nicht. Und zwar ist es das Karma von der Tochter. Was ich früher in früheren Leben gemacht habe, das kommt in mir in späteren Leben wieder zurück. Ne? Das ist aber ein starker Tabak. Ja, natürlich ist es ein starker Tabak. Das heißt nicht, dass man das denen vorhalten muss, sondern man muss diesen Menschen schon helfen. Das ist doch ganz klar, wenn ich das sehe. Ich darf das nicht aussitzen. Woher kommt denn das? Der Unterdrücker, wir sagen das doch, der Unterdrücker von heute ist der Unterdrückte von morgen. Wenn ich jemanden sexuell in diesem Leben ausnutze, dann kommt es im nächsten Leben garantiert zurück. Da könnt ihr Gift draufnehmen. Und wenn es in diesem Leben zurückgekommen ist, dann könnt ihr Gift draufnehmen, dass ihr das in früheren Leben gemacht habt. Ob ihr das nun glaubt oder nicht, was immer wir tun, das hat seine Auswirkung. Und trotzdem gilt es dann für das Kind, dass der Vater oder die Eltern die Arahants davon sind. Also die haben einfach das Kind hochgebracht. Was sie damit mit dem Kind, ob sie dann irgendwelche Sachen mit dem Kind machen, das ist ihr schlechtes Karma. Und in dem nächsten Leben werden sie das wieder zurückbekommen. Wenn es die Tochter besiegt, um was abzuschneiden, ja, ja, dann wird es dann wird es im nächsten Leben. Ja. Das sind, klar, natürlich, für uns ist das unverständlich. Weil wir haben irgendwo so ein Gefühl von, das ist nicht rechtens. Natürlich ist es nicht rechtens. Aber wir brauchen uns nicht darum zu kümmern, dass das nicht bestraft wird. Das hat seine eigene Strafe. Wenn die Tochter dann aus Wut, ne, drauf reagiert, ist das ihr Karma. Und sie schneidet den Penis ab, ne? Dann im nächsten Leben wird das bei ihr auch passieren. Leider ist es so, ne? Was auch immer wir tun, dafür haben wir Verantwortung. Sei es wie es wollen, ne? Das heißt nicht, dass wir nicht diesen Menschen helfen sollen. Dass wir sagen, dass sie ihre eigene Schuld hat, dann müssen sie selber ausbaden. Das heißt nicht, dass wir ihr nicht helfen sollen. Weil wenn wir ihr nicht helfen und sagen, das ist ihre eigene Schuld, dann ist bei uns die Schuld des Hochmutes. Der Arroganz. Und dann müssen wir das im nächsten Leben wieder ausbauen. Dann sind nämlich andere Argon. Siehst du, der hat er vollkommen, also siehst du, der Bettler, ne, der sitzt und kriegt nichts zum Essen. Das ist doch dem seine Schuld. Dann kommt der Hochmut wieder zu uns zurück. Das kommt alles wieder zurück. Alles, jeder Bumerang, egal was wir draufgeschrieben haben, kommt wieder zu uns zurück. Das muss man verstehen. Und so muss man die ganze Situation verstehen. Weißt du, warum ist einer als Kind im Ghetto von New York oder jetzt im Ghetto von New Mexico aufgewachsen. Ne? Er kennt nichts anderes als Missetat. Ne? Und der nächste wächst als Sohn des Königs auf. Königs von Thailand oder Saudi-Arabien oder was auch immer noch. Lebt im absoluten Luxus. Im Grunde genommen, schauen wir das, sehen wir das, das ist ungerecht. Ne? Aber es ist nicht ungerecht. Das ist vollkommen gerecht. Derjenige, der im Reichtum aufwächst,
der hat die Großzügigkeit in den letzten Leben gesät. Derjenige, der arm in den Ghettos aufwächst, der hat das gesät. Und das muss er auch ernten. Das muss uns wirklich klar sein. Ne? So hart das klingen mag. Wir sind unser eigener Richter. Und wir bringen uns in die Situation, so dass wir unser eigenes unkorrektes Verhalten korrigieren können. Und dann müssen wir einfach die Ruhe dafür, dann müssen wir einfach die Ruhe finden, das zu akzeptieren. Und das habe ich ja vorhin gesagt, was immer auch jetzt passiert, oder was immer auch in der Vergangenheit, wenn wir uns in unserem Leben erinnern, passiert ist, ist das, was wir verschuldet haben. Oder ist das, was wir in Gang gesetzt haben. Die Lawine, die du heute lostrittst, die wird dich morgen erschlagen. Da kannst du Gift drauf nehmen. Es ist schlimm, aber wenn wir in der Situation sind, lass uns doch bitte, oder hoffen wir, dass wir so sind, dass wir mit Metta auf diese Person, die uns das Leben nehmen will, reagieren. Weil der erhabene Buddha hat eins gesagt im Similar of the Saw, im Gleichnis von der Säge, dass wenn euch 7 Banditen bei den Armen und Füßen packen und mit einer rohen Säge Teil für Teil euren Körper zersägen und ihr auch nur einen Gedanken des Hasses habt, dann könnt ihr euch nicht meine Schüler nennen. Verstehst du das? Ja, einen Gedanken des Unmuts. Ich kenne die Sache, ich habe sie gelesen, aber hat er nicht seinen Mönch gesprochen? Er hat natürlich immer zu seinen Mönchen gesprochen, ja? Ja. Aber wieso soll das für die Mönche anders sein als für die Laien? Ja, weil der liebe Mönch ist in einer geschützten Atmosphäre. Ich muss ja reagieren. Ja, aber du musst immer reagieren innerhalb der 5 Tugendregeln. Moment, ich darf ihn nicht hassen, ich darf keinen Unmut haben, aber die einfach mal einen Stuhl abhauen. Was? Ja. Moment, ich habe einfach keinen Unmut oder so. Ich reagiere, batsch, hau einmal einen Stuhl auf und ich sage, es geht. Ja, für dich ist er gerettet. Und das nächste Mal? Ich habe auch einen Unmut gehabt. Ich habe nur reagiert. Ja. Ich habe Zeit gesagt und bumm. Richtig. Ja, und das nächste Mal kommt jemand her und macht das mit dir. Zack. Bumm, einfach zack, bumm. Ja. Ja. Und dann, wie reagierst du dann? Gedanken der Unmut, hast du gerade gesagt. Nicht mal einen Gedanken, ja, vor allem nicht Tat. Tat, weißt du, Tat ist auch verboten. Ja, natürlich. Und Wort ist auch noch verboten, unlauteres Wort. Was? Unlauteres Wort. Also ein Wort des Hasses. Du Sau. Oder du Sauber. Oder du Arsch. Oder was auch immer. Das ist alles Unmut, ne? Das, weißt du kannst das gerne machen, ne? Wenn du das Echo, wie sagst du, das ist so schön, wenn du das Echo vertragen kannst. Und das steckt nämlich schon drin, ne? Du kannst mir gerne eine Runde hauen, wenn du das Echo vertragen kannst. Das Echo muss nicht unbedingt von mir kommen. Das kommt von jemand anders. Ja, nein, ich meine jetzt nicht. Ich meine jetzt nicht mir persönlich. Ja. Mir ist es wurscht. Ja, ja. Aber beim anderen hast du vielleicht einen anderen, wenn er dir dumm kommt, ne? Ja. Ja? Und dann kriegst du es vom anderen zurück. Und dann das nächste Mal, pass einfach mal auf. Das kommt wieder zurück. Manchmal kommt es schneller zurück, als wir uns das wünschen können. Pass einfach mal auf. Das kommt, ja, selbst bei einem Arahant kommt es zurück. Solange noch in diesem Leben lebt, kommt das schlechte Karma noch zurück. Es gibt Arahants zu Zeiten des erhabenen Buddhas, die sind friedlich gestorben und es gab andere, die sind auf eine furchtbare Weise umgekommen. Der ehrwürdige Moggallana zum Beispiel ist zu Brei zerstampft worden. Aufgrund seines schlechtes Karma, das er in den früheren Leben angesammelt hat. Er war zwar Arahant frei und deswegen hat es ihm das nichts ausgemacht, aber er ist trotzdem zerstampft worden. Von 7 Menschen mit 7 Prügeln zu Brei geschlagen worden. Es ist das Karma, das wieder zu uns zurückkommt. 12
Arahants sind im Flugzeugunglück vor ungefähr 30 Jahren gestorben. Jeder von ihnen wusste, dass das Flugzeug verunglücken würde und abstürzen würde. Und trotzdem sind sie eingestiegen. Warum das? Weil sie wussten, es ist das Ende ihres Lebens. Und wenn sie nicht eingestiegen wären, dann wären sie irgendwo im Autounfall umgekommen oder über der Straße gelaufen und irgendwas hätte sie erwischt. Das ist einfach so. Das Ende des Lebens ist das Ende des Lebens. Ob man sich nun dagegen wehrt oder nicht. Woher weiß man, dass wir die alle 30 Ja, der Tanaja Mahabohr war der Lehrmeister von ihnen. Und manche von ihnen haben es ihm gesagt. So. Und er hat es auch gewusst und er war auch eingeladen. Das war die Feier des Königs, glaube ich, 60. Geburtstag, wo sie alle die ganzen Lehrmeister eingeladen haben. Und er hat gesagt, es ist noch nicht Zeit für mich, also ich steige nicht ein. Ja. Wenn er nicht bist, bin ich wurscht. Ja! Du bist ja einfach nicht erleuchtet, deswegen weißt du das nicht. Das ist doch wurscht. Im Grunde genommen ist es dir nur recht. Im Erleuchteten ist es nur recht, wenn er endlich die 5 kann, das abgeben kann. Und wenn die keine Funktion mehr haben in der Welt, ne, dann sind sie mehr als freudig, die 5 kann, das endlich mal in die Ecke schmeißen zu dürfen und endlich mal sein zu dürfen. Ne. Das für dich ist es noch keine Last. Aber jetzt pass mal auf, ne? Schau das mal an, was das für eine Last wird, ne? Also für mich ist das schon eine erhebliche Last. Ich habe nichts dagegen, wenn die alle 5 kann das mal weggehen. Wenn ich weiß, da ist mein Unfall oder das ist der Tag meines Todes, dann würde ich da genauso reingehen. Ich habe überhaupt nichts dagegen. Ich weiß nämlich, wo ich hinkomme. Im Gegensatz zu dir. Und ich weiß, dass der Platz angenehmer ist, als jetzt im Moment hier irgendwo in diesen 5 Kandas da rumwerken zu müssen. Und jeden Tag, mit jedem Schritt, mit jeder Bewegung, diese ganze Last des Körpers mitschleppen zu müssen. Ja. Ich finde mal interessiert mit Sotapanna, weil das ist ja immer so unterschiedlich. Wann ist das Sotapanna? Das weißt du, da brauchst du niemanden zu fragen. Ja, manchmal denke ich, ich bin zu der Fall. Nein. Ja. Das ist es ja gar nicht. Richtig. Ja, also solange du denkst, dass du so der Panne bist, bist du es garantiert nicht. Du musst Nibbana einmal gesehen haben. Aber ich habe ja auch gesagt, Nibbana. Aber das wirkliche Nibbana. Ich habe ja gesagt, wenn man in das tiefe Samadhi geht und deswegen... Das ist für die meisten, also auch für die Zen-Buddhisten, ist das so ein Erleuchtungsergebnis. Da sagen sie, das ist Satori-Experience und dann denken sie, sie sind jetzt erleuchtet. Aber das war nichts anderes als die Vorschau. Die Vorschau auf den richtigen Film. Ne? Kennen wir doch alle. Wenn wir die Vorschau sehen, ist es noch lange nicht der richtige Film. Die Vorschau auf Nibbana passiert dann, wenn der Körper verschwindet und die ganze Welt verschwindet. Dann sehen wir das mal. Oder erlebt man das mal. In dem Moment, wo wir in den Strom eintreten, sehen wir es auf jeden Fall. Wir sehen die Bahn. Und was das Zweite ist, das ist die Frucht. Und die Frucht macht uns klar. Die Frucht ist im Grunde genommen, dein ganzes Wissen wird wieder aufgearbeitet. Das ist ein Wasserfall an Weisheit. Der kann Wochen dauern oder Monate dauern. Aber du weißt, das brennt dich ein in das Herz. Du brauchst überhaupt nicht die Frage zu stellen. In dem Moment, wo du die Frage stellst, weißt du, du warst noch nicht dort. Wenn du hinterfragst, war es jetzt oder war es jetzt nicht, dann warst du garantiert nicht. Das kann ich dir sagen. Ne? Und das ist dasselbe mit dem Upachara Samadhi oder Apana Samadhi. Also mit der angrenzenden Sammlung oder tiefen Sammlung. Wenn du fragen musst, ob du da drin gewesen bist, dann kannst du ganz sicher sein, dass du nicht drin gewesen bist. Das ist etwas, was sich so tief einbrennt. Diese Erfahrung, dieses Erlebnis.
Und derjenige, der rausgeschmissen wird, der versucht nichts anderes, als so schnell wie möglich wieder reinzukommen. Derjenige, der ein Erleuchtungserlebnis hat, und das ist beim Stromeintritt so, der hat ein Erleuchtungserlebnis, der weiß, dass da irgendwas, ja, da hat es eine Umwälzung gegeben. Da hat es eine Umwälzung gegeben, die man nie wieder vergessen kann. Du kannst sie vergessen, du kannst dann rausrennen in die Welt und alles Mögliche machen, aber das vergisst du nie wieder, dieses Erlebnis. Und das war nur ein kurzes Erlebnis. Das brennt sich so ein und was damit kommt, ist auch die Sicherheit, dass du da nie wieder unten in die Hölle kommst. Wie ist es dann im nächsten Leben? Also falls man hier nicht die Vollendung erreicht und nochmal wiedergeboren wird, weiß man dann, dass man sich verfallen hat? Oder? Oh, das kann ich schwer sagen. Man weiß es, man müsste es im Grunde genommen, dieses Wissen müsste sich mittragen. Aber sicher bin ich mir da nicht, das kann ich nicht sagen. Die haben dann immer meistens andere Probleme. Ein Soda-Panner, der ins nächste Leben geht, der wird auf jeden Fall in Richtung Nonne oder ein Mönch gehen. Der hat überhaupt kein Interesse mehr am Leben. Ne? Wenn er nochmal das nächste Mal geboren wird, der steuert schon ganz automatisch in diese Richtung. Heißt das, dass ich mindestens 7 Leben dann noch so? Ja. Höchstens. Ach, höchstens. Nicht mindestens. Ach, okay. Höchstens 7 Leben. Ja. Ich wollte noch mal fragen, bitte zu dem Karma. Also das Karma, das man gesät hat, das wird man ernten. Mhm. Man kann das also nicht quasi aufwiegen. Auslöschen. Leider nicht. Sondern neutralisieren. Du sammelst das schlechte Karma an und damit baust du dir deinen Platz in der Hölle auf. Und dann sammelst du das gute Karma an. Und das ist dein Platz im Himmel. Und dann kannst du einmal in den Himmelsplatz gehen und dann das nächste Mal kannst du in deinen Höllenbereich gehen. Und damit baust du jedes Mal, wenn du in den Himmelsbereich gehst, aber du kannst nur in den Himmelsbereich gehen, wenn du die 5 Tugendregeln einhältst und wenn du dich in Respekt, vor allem in Respekt übst, in Großzügigkeit übst und in Dankbarkeit übst. Weil das sind Voraussetzungen, um überhaupt in den Himmel kommen zu können. Respekt herrscht auf allen Daseinsebenen, mit der Ausnahme der menschlichen Daseinsebene. Da herrscht nämlich kein Respekt und keine Achtung. Keine Achtung vor den anderen, keine Achtung vor dem Führer, keine Achtung vor Moralität. Das ist die große Ausnahme im menschlichen Bereich. Aber in jedem anderen Daseinsbereich gibt es Achtung. Echt? Selbst die Geister auf der Geistesebene oder auch die Tiere haben Respekt vor Moralität, vor Tugend. Die werden alle respektiert. Jeder, der Tugend hat. Ich? Ja. Ich habe jetzt so tierisch-kölsch ab und zu sich. Das ist ein Hund von so einem Tierpark in Böhlen und da läuft was da rum, die Affen und die, was da Respekt voneinander hat, die. Schau dir an, was die Affen machen. Ne? Die haben einen Führer. Ja, weil die anderen niederbeißt. Ja, nicht nur niederbeißt. Ne? Das kann schon sein normalerweise. Ne? Das ist das Stärkere, das ist das Prinzip des Stärkeren, aber das ist das Prinzip des Führers, das Führerprinzip. Bei Tieren bin ich mir nicht so sicher. Ne? Aber wenn die Tiere hochentwickelt sind, dann auf jeden Fall. Ne? Also Elefanten. Pferde, Tiger, Löwen, der König der Tiere. Das ist nicht nur Kraft, sondern das ist auch Klugheit. Deswegen wird sie mich König der Tiere genannt. Aber bei den niederen Tieren, da kann ich das nicht sagen, ne? Weiß ich nicht. Ich habe gehört, dass wenn jetzt ein Thron gekippt wird, ein Chef von den Löwen gekippt wird, dass der nächste Chef, wenn die ledigen, also die kleinen Löwen abmurkst, damit er wieder der, was hat, ist es das mit voller Herz und mit. Ist das in der Freiheit oder ist das im Zoo? Das ist in der Freiheit. Das ist in der Freiheit. Der killt die alle, damit er wieder seine Gene verbreiten kann und seinen Haremsstaat dann für sich hat.
darüber kann ich wirklich nichts sagen. Ja, ich weiß das nicht. Ne? Kann ich nichts dafür sagen. Im Tierbereich bin ich mir relativ unsicher. Ne? Weil das ist ein eigener Bereich. Da hast du im Grunde genommen, fehlt dir da so ziemlich das Selbstbewusstsein. Aber in den anderen Bereichen, in den Geisterbereichen, in den Dämonenbereichen und selbst in den Höllenbereichen. Ne? Auf jeden Fall. Und da ist ganz sicher nein, in den himmlischen Bereichen. Da ist Respekt und Achtung ist Voraussetzung. Es gibt keinen Respekt davon, da wäre als Mensch geboren, oder wie? Aber nur wenn du keinen Respekt vor nichts und niemand hast, dann wirst du wahrscheinlich unten in der Hölle landen. Weil du nämlich die anderen Menschen respektlos ausnützt. Dann musst du das wieder erfahren. Na, also wenn du die Tugendregeln einhältst, dann bist du respektlos und dann wirst du halt wieder als Mensch geboren. Aber die meisten, die respektlos sind, halten immer einfach die Tugendregeln auch nicht ein. Und warum respektlos sein? Wie viel Freude bringt dir das, respektlos zu sein? Und wie viel Freude bringt es, Respekt zu haben, Achtung vor anderen Wesen zu haben? Was ist das für ein schönes Gefühl, Achtung haben zu können? Achtung vor sich selber haben zu können. Jeder von uns hat Gut und Böse in sich. Ja? Jeder. Dein Nachbar? Deine Nachbarin? Ja, mein Nachbar vor allen Dingen. Ja? Beide haben Gut und Böse und du selber auch. Weil der blärt dich dann auch, dass ich schlafen kann. Ja. Auch eine Form von Kammer. Hoffentlich sterbe ich dann im nächsten Leben, wo ich nicht schlafen kann. Wirst du es wahrscheinlich wieder zurück machen. Das kam mir da. Einmal sind zwei Frauen zu Mahabenen Buddha gekommen, die sich um ein Kind geschritten haben. Ne? Und dann hat der Abende Buddha sie gefragt, wie lange sie das eigentlich noch machen wollen. Dieses Mal ist sie die Mutter und die andere Frau will das Kind haben. Letztes Mal war es die andere die Mutter und sie wollte das Kind haben. Und das haben sie schon über 7 Leben lang hinan gemacht. Ne? Und dann hat er sie nur gefragt, wann wollt ihr denn eigentlich mal aufhören? Einmal bist du die Mutter und einmal ist sie die Mutter und jedes Mal will die andere das Kind haben. So. Wann wollt ihr aufhören, hat er sie gefragt. Macht er das schon 7 Leben hintereinander so. Also, wenn wir nicht aufhören, wenn wir nicht anfangen aufzuhören, naja, dann wird es immer weitergehen. Wie sagt man so schön, in der Achterbahn hoch und runter. Ne? Rauf geht's langsam und beim Runter in die Hölle, da jubeln die Menschen aus Freude, ne? Weil es so schnell geht. Oder? Hast du schon mal zugeschaut? Beim Rauffahren in der Achterbahn, da kann man es nicht erwarten, dass man oben ist. Und wenn man oben ist, kann man es nicht erwarten, wieder unten zu sein. Ich muss aber das Rauffahren lieber. Dann schau mal deine Kollegen an, wie sie beim Runterfahren jubeln und jauchzen und schreien. Weil ich nicht bin. Die wollen das gar nicht. Die wollen das nicht. Und dann sind irgendwie sind so eine komische Schreitung gelassen, weil es dir vorgeht, so haltlos ist. Ins Nichts stürzen. Richtig. Ja, ins Nichts in die Hölle stürzen. Ja. Warum gibt es das denn auf? So, also, jetzt noch ein paar. Ja. Ja. Und zwar mit diesen Höllen- und Himmelbereichen. Ich habe mir schon so vorgestellt, dass es auf der Welt, wenn es jetzt ein Kriegsgebiet ist, ist für mich Hölle. Also dass man auch hier, aber ich habe jetzt mal letztens gehört, dass es auch im Buddhismus eine räumliche Hölle gibt. Natürlich, ja. Also so wichtig, wie man sich im Christentum vorstellt. Richtig. Und die ist unter uns normalerweise. Und da hat man schon seinen Arbeitsplatz geschaffen und im Himmel hat man vielleicht, wenn man einigermaßen großzügig gewesen ist und den anderen Menschen geholfen hat und Dankbarkeit und Respekt geübt hat, hat man vielleicht schon seinen Himmelspalast gebaut. Und das passiert dem einen oder anderen, und ich weiß es aus vom Freund von mir, der ist einem in der Meditation ist er runtergegangen und dann ist er in der Hölle empfangen worden und an seinen Arbeitsplatz verwiesen worden. Dem ist wirklich der Latschen, der Kiefer runtergekippt.
Dann hat er nämlich seinen Bereich gesehen, wo er hinkommt. Und dann hat sich der Aufseher, der ihn da eingewiesen hat, hat sich nochmal kurz umgeschaut und hat gesehen, dass er noch gar nicht gestorben war und hat gesagt, jetzt weißt du, wenn du so weitermachst, da kommst du hin. Und dann ist er wieder rauf. Und das andere Mal ist er dann in den Himmel gerutscht und dann hat er gesehen, wie gerade ein Himmelsgebäude für ihn gebaut wird. Also er hat beides. Und wir, jeder von uns hat beides. Wo wir hinkommen, ist die Frage. Es liegt nur an uns. Das eine abzubauen und das andere aufzubauen. Du hast doch gesagt, wir können nicht abbauen. Jetzt verstehe ich jetzt gar nicht. Ja, wenn wir da unten sind, dann kann man es abbauen. Nein. Also wenn ich jetzt entsprechendes Kammer gemacht habe, bis jetzt das nicht in die Hölle führt, dann komme ich da auf jeden Fall hin. Dann kommen Sie auf jeden Fall hin, außer, die einzige Ausnahme ist der Sotapanna. Ja. Wenn du das in diesem Leben jetzt noch schaffst, wenn du sicher sein willst und den Stromeintritt erreichst, dann kommst du da unten nicht mehr hin. Aber das Kamma, was du erfahren, das wird sich dann eben auf der körperlichen Ebene auswirken. Tja, das ist der einzige Schutz. Der Krebs oder was? Das ist bei der Kontrolle, das ist ja furchtbar. Wie der Mondkrebs oder was? Ha? Wie der Mondkrebs oder sowas? Was auch immer, ich weiß es doch nicht. Ne? Ich sag das nur, dass es uns verständlich ist. Ne? Ja, das ist einfach. Warum glaubt ihr, hat der erhabene Buddha uns diesen Weg rausgezeigt? Er hat es gesehen, das ist furchtbar. Das geht ab von der Hölle, geht es in den Himmel und von dem Himmel geht es ab wieder in die Hölle. Ne? Um das abzutragen, was man in dem menschlichen Leben oder teilweise auch in den himmlischen Daseinsbereichen, kann man auch schlechtes Karma machen. Ne? Die sind auch nicht alle ganz gut, ne? Die himmlischen Wesen. Die machen auch einiges Karma. Ne? Und kein gutes Karma machen und schlechtes Karma. Die erfahren nur Kammer. Kann man da kein Kammer machen? Im Dämonenbereich kann man machen. Als Geister hat man relativ wenig Chance, Kammer zu machen. Es ist verringt, ne? Das heißt nicht, dass man überhaupt kein Kammer machen kann, aber es ist geringer die Chance. Das ist auch in Himmelsbereichen geringer die Chance, Kammer zu machen. Im menschlichen Bereich ist es optimal. Da kann man innerhalb von Stunden, kann man innerhalb von Tagen Gutes oder Schlechtes kann man machen, das uns für die nächsten 200.000 Jahre in die anderen Bereiche führt. Deswegen müssen wir als Menschen so aufpassen. Aber dann verstehe ich nicht ganz, weil am Anfang war mir das ziemlich unverständlich, dass Pflanzen in der Distanzen nicht als Lebewesen angesehen werden. Ein Argument dafür ist auch, dass sie nicht an diesem samsarischen Kreislauf teilnehmen, weil sie keinen Karma machen. Dann müssten ja alle anderen Daseinsbereiche, die müssten dann schon fähig sein, Karma zu machen. Ja, oder Karma zu erfahren. In der Hölle, wenn du in der tiefsten Hölle bist, dann erfährst du praktisch nur dein Karma. Das ist so ungefähr wie Prometheus da in der griechischen Geschichte. Ne? Der ist ein Fels gehaftet und jeden Tag wird seine Leber ausgehackt und über Nacht wächst sie wieder nach. Eine Form von Karma. Da kannst du nur erfahren, da kannst du nichts mehr machen. Ne? Da stehst du nur drin. Ne? Also kannst du nur schlechtes Karma abtragen. Ja, im Grunde genommen kannst du dein schlechtes Karma abtragen, wenn du da für eine gewisse Weile gewesen bist. Du kannst es auch in gewissen Bereichen, kannst es auch versuchen, im menschlichen Bereich abzutragen. Aber wie das da genau funktioniert, das fragt er mich zu viel. Wenn du Kriegsbedürfnis hast, oder vergewaltigt oder gefoltert wird, dich dann kriegt auch schon einige Sachen. Ja, dann kriegt er sein Karma ab. Mhm. Wir sagen ja schon, teilweise fahren die Menschen die Hölle auf Erden, ne? Das ist auch möglich, dass es im menschlichen Bereich schon abkriegt. Ne? Wenn die in solchen Krankheit ist ja auch was abtragen. Krankheit ist auch was abtragen. Das ist einfach nur, wie wir darauf reagieren. Ne? Wenn wir im Kriegsgebiet sind und geben uns einfach hin und sagen, okay, das ist unser Karma. Ne? Lass uns nicht darauf böse reagieren oder mit Gewalt zurückschlagen. Ja, dann tragen wir es auch ab. Ne? Es muss nicht unbedingt sein, dass es in der Hölle nur abgetragen wird. Ne? Es kann im menschlichen Bereich auch abgetragen werden.
Derjenige, der einen umgebracht hat und sich einsperren lässt, ist immer noch besser dran als derjenige, der sich nicht erwischen lässt. Der hat es nämlich dann schon auf der menschlichen Ebene abgetragen. Und der, noch nichts gemacht hat und der trotzdem eingesperrt? Der hat es auch gemacht, ne? Der hat was anderes abgetragen. Das muss wirklich, das Karma muss uns wirklich klar sein, dass das jede Minute kommt, ne? Ich habe nur gesagt von der Hölle, ne, wenn man genug, wenn man das nicht aufspannen, und dann bauen wir uns den Platz. Aber wir können auch auf menschlicher Ebene dieses Karma abbauen. Ne? Aber wenn es zu viel ist, dann reißt es uns halt nicht runter. Ne? Und vor allem, wenn wir ein schlechtes Gewissen haben, und das haben wir meistens kurz vorm Tod, was wir denn da alles angestellt haben, dann reißt es uns runter. Und wenn wir da nicht eine Achtsamkeit im Geist haben, dass wir eben auf andere Ebenen kommen, dann müssen wir halt da unten für eine Weile sein, ne? Also dankbar um jedes Leid. Ja. Dankbar um jede Möglichkeit, ja, das ist ja das, die Dankbarkeit. Dankbar um jede Möglichkeit, Karma abbauen zu können, ne? Dass wir nicht irgendwo in eine Situation geraten, wo das Karma einfach sich, ja, wo wir einfach dem Karma ausgesetzt sind, ohne reagieren zu können. Kannst du eine Antwort auf die Frage geben, wie es sein kann, dass so ein essentielles Gesetz so der normalen Einsicht verborgen ist, dass man sich da auf die Erkenntnis anderer verlassen muss? Du kannst es auch selber erkennen. Ja, das kann ich auch immer als Phänomen selektiver wahrnehmen. Also. Du brauchst nur in diese Bereiche, du musst nur in diese Bereiche reinzugehen. Ne, man muss sich natürlich anstrengen, um diese Gesetze erkennen zu können. Das ist ganz klar, ne? Ja, weißt du, wie manche studieren die Gesetze des Staates, die machen ein Jurastudium, das dauert 5-6 Jahre, ne? So, weil sie es einfach verstehen wollen. Ja, also dann setz dich halt mal 5-6 Jahre hin und meditiere und praktiziere und dann kannst du es auch verstehen. Verstehen oder einsehen? Ja, mit den inneren Augen sehen. Mhm. Also mit dem Verstand kannst du es nicht verstehen. Wenn wir das Ding mit dem Verstand verstehen können, dann bräuchten wir uns nicht abzumühen, dann bräuchten wir nicht zu sitzen. Ne? Dann würde ich dir das Buch geben und dann liest du das und dann hast du das verstanden. Ne? Weisheit ist nicht mit dem Verstand erlernbar. Das ist nicht auf der das läuft nicht auf der rationellen Ebene ab. Der Verstand, das was wir als, bei uns als Verstand bezeichnen, der wird vom Citta angeregt. Der wird vom Citta benutzt. Ne? Das ist dem sein Computer. Wenn ihr euren Computer anschaltet, dann macht er doch auch das, was ihr wollt. Ne? Und wenn das Chitta seinen Computer anschaltet, dann macht er auch das, was das Chitta will. Nur das Problem ist, dass das Chitta meistens nicht unter unserer Kontrolle ist, sondern unter der Kontrolle unserer charakteristischen Eigenschaften, unseres Kammers. Was ist denn dann unsere Kontrolle? Wer ist unsere Ja, derjenige, der versucht rauszukommen aus dem Kreislauf der Wiedergeburten, oder? Auf der anderen Seite das Licht von Dhamma, oder das Licht. Das Dhamma. Ja, das ist das, was übrig bleibt, wenn es tiefe Samadhi gibt. Das ist die wahre Natur, die allerdings keine Persönlichkeit hat. Kann ich aber nicht sagen, es gibt die fünf Kandas und die wahre Natur. Was? Ich kann nicht sagen, das ist eine Frage. Natürlich kannst du sagen, dass die fünf Kandas deine wahre Natur sind, aber dann musst du jede Minute umdefinieren, was deine wahre Natur ist. Weil heute denkst du so und morgen denkst du so, heute fühlst du so, jetzt fühlst du so, jetzt fühlst du dich angenehm, im nächsten Moment fühlst du dich unangenehm. Was bist du jetzt? Bist du unangenehm oder angenehm? Hast du ein angenehmes Gefühl? Oder ich sage, mir geht's gut und im nächsten Moment sagst du, mir geht's schlecht. Das ist doch ein Widerspruch. Das geht doch einfach nicht. Entweder fühlst du dich gut oder fühlst du dich schlecht. Was ist das jetzt? Ne? Wenn ich dich wirklich frage, was deine wahre Natur ist, wenn du das innerhalb dieser fünf Kandas definierst, was ist denn dann deine wahre Natur? Im Moment fühlst du dich krank und im nächsten Moment fühlst du dich gesund. Ja, bist du jetzt gesund oder bist du krank? Oder fühlst du dich gut an oder fühlst du dich schlecht an? Was ist die wahre Natur? Sag's mir. Hast du es gefunden? Ich wäre sehr interessiert dran. Das ist auch gerade eine Frage. Ja. Die Frage ging ja aus, was das uns ist, dass die
Ja, das kannst du so bezeichnen, als das reine Chitta, das ist unser wahres Sein. Das, was unbefleckt ist. Das Chitta, das ist unser Sein. Und alles, was die ganzen Befleckungen sind, immer im Grunde genommen nur schwarze Tücher, die wahre Natur unseres Chittas verhüllen. Und die müssen wir wegbringen. Wegschrubben, wegputzen, was auch immer. Du kannst natürlich, weißt du kannst es glauben oder du kannst es nicht glauben. Aber du kannst es auch nachprüfen. Am Anfang musst du ein bisschen Vertrauen dazu haben. Aber der erhabene Buddha gibt uns Mittel und Wege, das nachprüfen zu können. Brauchst du in die Zustände gelangen? Vielleicht habe ich akustisch nicht nachprüfen zu können. Ja, den Satz danach. Was hast du dann gemacht? Du brauchst nur den Weg vom erhabenen Buddha zu gehen und dann schauen. Ja. Ja. Was soll ich sonst wissen? Ich glaube die Dinge nicht. Das ist mir ganz klar. Das weiß ich, dass es so oder so ist. An manchen Punkten weiß ich es auch nicht und dann sage ich, da bin ich mir nicht sicher. Aber in einem Punkt weiß ich das einfach. Weiß ich es aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung. Ansonsten kann ich nicht davon sprechen. Ich glaube nicht die Sachen. Aber am Anfang habe ich es einfach. Ich habe nicht geglaubt, sondern ich habe denen vertraut. Dass es stimmt. Und dann bin ich den Weg des Buddhas gegangen und wenn du seinen Weg weisen folgst, und er sagt, wenn du das machst, dann passiert jenes. Und dann habe ich gesehen, wenn ich dieses mache, dann passiert jenes. Ja, und dann habe ich das häufiger erfahren, dass genau das, was der erhabene Buddha gesagt hat, wenn du das machst, dann passiert jenes. Ja, und warum soll ich ihm dann nicht glauben oder mehr vertrauen? Und dann wird das Vertrauen immer tiefer und immer tiefer und immer tiefer. Weil du erfährst ja das, was er sagt, ne? Aber du musst halt den Wegweiser nach München gehen, wenn du nach München kommen willst. Und nicht den Wegweiser nach Salzburg, sondern das ist nämlich in Salzburg. Du musst schon den Wegweiser gehen, ne? Ja, und wenn du irgendwo in Berlin sitzt und du denkst, du willst nach München und du setzt keinen Fuß vor die Tür, dann kommst du doch auch nicht nach München, oder? Das ist doch unmöglich. Wir müssen den Weg gehen. Und wenn wir den Wegweisern folgen, die nach München führen, dann kommen wir in München an. Ohne Frage, ohne jeden Zweifel. Oder? Und genauso ist es mit dem spirituellen Weg. Ne? Wenn wir den Wegweisern des erhabenen Buddhas folgen, aber wenn wir natürlich die Wegweiser einsammeln und mit uns nehmen und denken, wir sind jetzt schon in München und in Salzburg und in Trier und wo war ich noch, weil wir alle diese Wegweiser in unserer Tasche haben, dann sind wir noch lange nicht dort. Dann haben wir nur die Wegweiser. Aber wir sind den Weg noch nicht gegangen. Verstehst? Ja? Ja, dann versuch mal, ob du das andere auch verstehst. So, wie schaut es aus? Die meisten Fragen sind geklärt, hoffentlich, oder? Wenn ich euch das so klar gesagt habe, dann sollte das als Ermutigung dienen, mal die ganz schlechten Sachen da aus dem Geist rauszuschmeißen, dass wir eben nicht darunter kommen. Ne? Das heißt, nicht einfach zu akzeptieren, ne? Wer will denn freiwillig in die Hölle? Und wenn wir nicht alle so Angst hätten vor der Hölle, wir haben nämlich alle Angst vor der Hölle. Und warum haben wir Angst vor der Hölle? Weil wir schon so oft drin gewesen sind. Weil wir genau wissen, wie es ist. In den Milliarden Leben, die wir schon hinter uns haben, da waren wir so oft schon in der Hölle. Wir wissen ganz genau, und deswegen haben wir eine furchtbare Angst davor, wieder hinzukommen. Wir haben es vergessen. Wir haben es wieder vergessen. Weißt du, das ist doch derjenige, die kommen dann zu Menschen und kaum ist ihr Problem gelöst, sieht man sie nie wieder. Ja, haben sie vergessen, dass sie ein Problem hatten und haben gemeint, jetzt geht es ihnen ja wieder gut, jetzt brauchen sie nichts mehr zu tun. Bis das nächste Mal wieder runtersausen. Ne? Und dann kommen sie wieder an. Ja, was war denn das? Ach ja, da war doch noch was. Meditation oder irgend sowas. Nach 20 Jahren kommen sie dann wieder an, ne? Jetzt geht es mir wieder schlecht, jetzt geht es wieder an. Ne? Und sobald es wieder gut geht, vergessen sie alles. Ne? Ist das so, oder?
Dukkha ist eine Triebkraft. Dukkha ist aber nicht nur Leiden, sondern es ist Rastlosigkeit, Unzufriedenheit, Unwohlsein. Jede Form. Jede Form. Wir haben das schöne Wort Leidenschaft. Ne? Etwas, was uns Leiden bringt. Etwas, was Leiden schafft. Aber wir verwenden das natürlich im ganz anderen Sinne. Etwas Positives. Aber im Grunde genommen sagt die Sprache das doch schon aus. Etwas, was Leiden schafft. Hören wir auf unsere eigene Sprache nicht. Andere Sachen, Neugier. Gier nach Neuem. Wir wollen unbedingt was Neues erleben. Wir sind mit dem Alten nicht mehr zufrieden. Wir sind immer neugierig. Wir wollen was Neues erleben und wieder was Neues erleben, wieder was Neues erleben. Und da es kein Ende von neuen Dingen gibt, wird es auch kein Ende von unserer Gier geben. Und wenn wir die Gier zurückschrauben auf die 5, kann das, haben wir doch schon alles gesehen, haben wir doch schon alles gehört, haben wir doch alles schon geschmeckt, haben wir doch alles gerochen, haben wir doch schon alles gefühlt. Was wollen wir jetzt Neues fühlen? Haben wir doch schon alles gedacht? Und warum nochmal überdenken und nochmal überdenken und nochmal überdenken? Und wenn ihr euren Geist einmal kurz anschaut, dann seht ihr doch, wie er immer wieder über dasselbe Thema rattert. Rattert, rattert, rattert. Wie eine Tretmühle, wie eine Gebetsmühle. Ne? Und das schalten wir doch einfach mal den Motor ab und lassen einfach mal zur Ruhe kommen. Ne? So. Es liegt an euch. Ich kann nichts für euch tun, außer euch ein bisschen zu ermutigen, dass er den Weg geht. Mehr kann ich wirklich nicht tun. Wenn ich den Weg für euch gehen könnte, ja, dann hätte ich das schon lange gemacht. Oder das hätte das der erhabene Buddha schon lange gemacht. Da das leider nicht geht, da wir leider unsere eigenen Füße in die Hand nehmen müssen und den Wegweisern folgen müssen, naja. Und uns vielleicht Blasen laufen, weil es ungewohnt ist. Ein Bodhisattva in der Theravada-Tradition ist praktisch jemand, der sich vorgenommen hat, ein Buddha zu werden. Bodhisattva in der Tradition der Tibetaner, das ist Blödsinn. Gibt's nicht. Das ist nämlich kein Bodhisattva. Ein Bodhisattva ist jemand, der versucht, sich zu perfektionieren. Und jemand, der den Weg kennt. Und der Erste, der ein bisschen Ahnung hat vom Weg, ist jemand, der in Strom eingetreten ist, ein Sotapanna. Der kann schon gar kein Bodhisattva mehr werden. Weil das geht gegen das Ziel. Ein Bodhisattva ist, im Grunde genommen wird der erhabene Buddha in seinem früheren Leben als Bodhisattva bezeichnet. Bodhisattva, weil er das Gelübde abgegeben hat, ein Buddha zu werden. Ein Buddha, ein vollkommen Erleuchteter, aus eigener Kraft Erleuchteter, der die Menschen lehren kann, den Weg hinauszufinden. Das ist Bodhisattva. Also jedenfalls nach der Theravada-Schule. Alles andere ist so ziemlich Blödsinn. Weißt du, ich gebe die anderen, im Grunde genommen mache ich da nichts anderes. Ja, ich möchte, dass alle anderen Lebewesen vor mir erleuchtet sind, ja? Im Grunde genommen ist es eine faule Ausrede. Nicht den Weg selber zu gehen. Weil der Weg ist nämlich schwierig, ne? Es ist einfacher, die Bücher zu lesen und sagen, den anderen Menschen zu sagen, ja, du sollst dich so und so verhalten, ne? Ist doch viel einfacher. Und ich brauche nichts zu tun und ich fühle mich noch gut darin. Ich bin ja positiv, ich warte, bis die ganzen Menschenwesen erleuchtet sind. Blödsinn. Ehrlich gesagt. Faule Ausrede. Weil man den Weg nicht gehen will. Und der Weg ist schwierig. Und das weiß jeder, der die ersten 5 Meter gegangen ist. Lässt man nämlich ganz schnell blasen und dann gibt man nämlich ganz schnell auf. So. Alles klar? Und dann hören wir mal auf, ne?